Ja, der Fall, der Ischias darstellt, ist aus meiner Sicht ziemlich eindeutig. Schon am Anfang stellen sich Umstände dar, die ganz typische Auslöser sind. Das erlebt man auch in der Praxis oft, dass da fast bei gewissen Wetterkonstellationen fast ja, haufenweise die Leute kommen, alle mit Rückenschmerzen, mehr oder weniger weit ausstrahlend. Nicht? Ischias ist bis ins Bein, per Definition bis ins Bein hin und ausstrahlend, wie in der Geschichte auch evident wird. Und das sind Wettersituationen, wo es oft einen Temperaturumschlag gibt, wo es zum Beispiel sehr heiß ist, wie hier dieser Mann bei seiner Arbeit sich sehr anstrengt, schwitzt, dann bekommt er Zugluft drauf. Das ist eine Nervenwurzelreizung, ja, und es erwischt natürlich auch mit einer gewissen Bevorzugung Personen, die auch schon einen gewissen Bandscheiben Schaden haben, also eine etwas beschädigte Wirbelsäule und bei einer irgendwie unglücklichen Bewegung sich verheben oder dergleichen. Und das in Kombination reicht dann aus, um so einen schmerzhaften Zustand hervorzurufen. Als ganzheitlich denkender Arzt könnte man auch noch sagen, es wird wieder ein bisschen evident, diese verkrampfte und sehr intensive Art, wie der Mann da zu Werke geht, obwohl er eh schon müde ist, das spiegelt sich auch irgendwie in der Krankheit wieder. Das führt dann auch zu Muskelverspannungen im Rücken, die so einen Ischias-Anfall begünstigen. Zu den Differentialdiagnosen ist zu sagen, dass sie eigentlich alle wesentlich weniger wahrscheinlich sind. Ich habe den sogenannten medianen Bandscheibenvorfall genommen, weil das eine Sache ist, die zwar eminent selten ist, aber wichtig zu memorieren. Das ist nämlich ein absoluter Notfall. Ich habe selbst in meiner Praxis letzten zwei, dreimal gesehen. Da beim Ischias ist es ja so, dass wenn die Bandscheibe beteiligt ist, die eher auf der Seite ein bisschen sich vorwölbt, nicht? Und dort den Nerven tangiert und irritiert. Da beim medianen Bandscheibenvorfall fällt die Bandscheibe in Richtung Rückenmark vor, und das ist also ein absoluter Notfall. Da gibt es Taubheitsgefühl im Bereich der Oberschenkel, des Unterkörpers, Schwierigkeiten oder die Unmöglichkeit, Hand zu lassen, Schul abzusetzen und so weiter. Also überhaupt nichts davon ist hier berichtet. Und was aber wirklich zu merken und einzuprägen ist, bei einem medianen Bandscheibenvorfall, das ist ein absoluter Notfall, da gibt es also nichts anderes, als sofort ins Spital zu gehen. Dann habe ich zur Diskussion gestellt eine akute arterielle Embolie. Was ist denn das? Eine Embolie, da gibt es irgendwo im Gefäßsystem einen Blutpfropfen, ja, der sich da gebildet hat, und von dem geht jetzt ein kleines Stück ab, wird in wieder in den Blutkreislauf verschleppt, und in diesem Fall würde das eben ein Bein betreffen. Ist deshalb sehr unwahrscheinlich, weil erstens keine Rückensymptomatik dabei ist und zweitens die Schmerzen extrem stark sind, die Betroffenen sich meistens gar nicht mehr auf den Beinen halten können, weil die Schmerzen so intensiv sind, der Fuß auch völlig kraftlos wird, eiskalt. Davon ist auch in keiner Weise die Rede. Die chronische Verschlusskrankheit der Beingefäße, das wäre die nächste Diagnose. Hier hat der Patient einen Risikofaktor, anscheinend, oder eine gewisse Neigung dazu, weil davon die Rede ist, dass er einen Stent, das ist ein Drahtgeflecht, in einem Beingefäß bereits hat. Also da muss ich schon einmal etwas abgespielt haben. Aber diese Verschlusskrankheit der Beingefäße, auch als Schaufensterkrankheit vielleicht bekannt, zeichnet sich ja dadurch aus, dass in der Regel nach einer gewissen Wegstrecke das Bein zu schmerzen beginnt, also auch eine andere Konstellation wie hier in dieser Folge, und ergo dessen ebenso unwahrscheinlich. Auch für die tiefe Beinvenenthrombose gibt es einen gewissen
eine gewisse Vorwahrscheinlichkeit insofern, dass der arme Patient das auch schon gehabt hat. Und wer einmal einen Thrombose hat, natürlich ein höheres Risiko, wieder einen zu bekommen. Aber das klinische Bild ist auch wieder ganz ein anderes. Es gibt also weniger Schmerzen, also Spannungsgefühl, und vor allem ist das Bein in aller Regel doch deutlich geschwollen im Seitenvergleich, und im Film kommt das auch vor, dass das nicht so ist. Schließlich dann noch haben wir als mögliche Diagnose eine beginnende Gehirnhautentzündung. Also gut, dass ich eine Gehirnhautentzündung einmal so ankündigen könnte, dass ein peripherer Nerv, also ein Nerv, der das, zum Beispiel das Bein versorgt, irritiert wird, das stimmt, das wäre theoretisch möglich und wird schon einmal gegeben haben. Aber dann kommen die typischen Symptome einer Gehirnhautentzündung, nämlich heftige Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen, Lichtschau und so weiter, in rascher Folge dazu. Davon ist auch wieder keine Rede, aber dessen fällt es auch aus. Dass der Sturz, der sich auch am Beginn, oder das war gar nicht mehr zu sehen, von dem wird berichtet, ne, dass der Sturz auf den Rücken so eine Symptomatik auslöst, ist eigentlich auch sehr unwahrscheinlich. Da müsste man also irgendeine weiterführende Verletzung postulieren. Üblicherweise, wenn man vom Rücken fällt, aus dem Stehen, dann hat man Prellung im Rücken, aber das strahlt nicht ins Bein aus, ist unwahrscheinlich. Und letzten Endes ein Wadenkrampf, der nach oben ausstrahlt, das wäre eine ganz absonderliche Konstellation, gibt es fast nicht. Die Beschwerden sind auch nicht krampfartig und der ganze Ablauf spricht absolut dagegen. Ja, bei Mischias ist darum sich, da ist auch der durch das Internet informierte Patient durchaus gut bedient, da haben sich die Dinge doch recht geändert in den letzten Jahren therapeutisch. Früher hat man gesagt, man soll möglichst das Bett hüten, Bettruhe halten nicht. Das ist also obsolet, das ist gerade falsch. Man soll sich, wenn man es halt kann, wenn die Schmerzen nicht zu stark sind, bewegen. In der Arztpraxis kann man dann natürlich mit entzündungshemmenden Substanzen und schmerzstillenden Substanzen arbeiten, die man infundiert oder spritzt oder auch, die gibt es ja auch zum Schlucken. Physikalische Therapie, Wärmetherapie, Stromtherapie, und wenn, das ist ja auch nicht so selten, das ist ja ein Volksleiden, der Patient das immer wieder hat, dass er ein chronischer Rückenschmerzpatient ist, dann empfiehlt sich natürlich eine Serie von Physiotherapien, Kurverfahren etc.